Ein armer Dichter, wenig nur bekannt, der sagt sich, meine Weiß ist überspannt. Bei dem Sonetten und Terzinen-Dreck bleibt mir am Ende die ganze Kundschaft weg. Ich setz mich hin und schreibe auf Wienerisch, was ich so reden höre am Wirtshaustisch, damit das Publikum der Entern grennt heute halt auch einmal sein Dichter findet. Ja, ja, das hat kein Goethe geschrieben, das hat kein Schillerdicht, ist von kein Klassiker, von kein Genie. Das ist ein Werner, der mit unserem Göscherl spricht. Und sehen Sie erst, das ist für uns Poesie. Hallo. Bravo, jetzt singt er sogar schon am Anfang. Wir beginnen mit einem Stück von Adalbert Stifter aus seinem Band Aus dem alten Wien. Nun war Adalbert Stifter nicht unbedingt ein Schriftsteller, der in ein heiteres Programm passt. Adalbert Stifter war eher schwermütig und umständlich ein bisschen. Aber ich habe eine Stelle gefunden, die, finde ich, gut zu unserem Thema passt und die auch in gewisser Weise, auf Adalbert Stifter'sche Weise, heiter ist. Es geht, wie auch dann das nächste Stück, das wir im Zusammenhang sehen müssen und lesen müssen, um die Wesenszüge, um die Charaktereigenschaften des Wieners. An sich ist das eine Essay-Reihe von Stifter, die sich mit Wien und der Umgebung befasst. Hier geht es aber auch um den Wiener selbst. Stifter aus dem alten Wien. Und in der Tat, wenn man nicht eben die erhabensten und epischen Landschaftsdichtungen verlangt, sondern mit einem lieblichen, reichen, gemütsanregenden Gemisch von Feld, Wald, Weinberg, Hügel, Höhenzug, Strom und eingestreuten Villen und Dörfern Vorlieb nimmt, bei welchem allem, wenn man nur ein wenig emporsteigt, überdies noch immer das Epos der Alpen im Hintergrunde schwebt, der wird gewiss auch die Umgebungen Wiens schön nennen, in dem Sinn, wie man gewöhnlich Gegenden schön nennt, an die man nicht eben die Anforderungen von Hochalpencharakter oder von Meereserhabenheit macht. Und wir werden im Verlaufe dieses Aufsatzes noch Gelegenheit bekommen, den Leser in die eine oder andere Partie unserer Umgebung zu begleiten. Wie aber gewöhnlich der Wiener oder eigentlich der Mensch das Vergnügen zu dem Vergnügen fügt, das Nützliche zu dem Schönen oder auch, wie jeder gesunde, heitere Mensch, das Sinnliche zu dem Vernünftigen. So geschah es auch hier in Wien, dass immer schöne Umgebungen und Wirtshäuser beieinander stehen. Man hat uns Wiener deswegen häufig getadelt und die Wiener Backhühner sind ordentlich berühmt geworden, so wie unser ewiges Wein trinken und aufwarten mit einem Glase Wein. Doch ich glaube, man hat hierin Unrecht. Wenn die kleine Stadt, die uns tadelt, nur bedächte, dass unsere Spaziergänge nicht sind wie die ihren, die ja außer ihren Toren gleich auf dem Lande und im Schoß der Bäume sind, wir aber so weit gehen müssen, dass sie es schon eine Reise nennen würden. Wenn die kleine Stadt das bedächte, so würde ihr auch einfallen, dass man auf einer Reise nun eben einkehren müsse. Und deshalb kehren wir Wiener ein. Es wäre in der Tat zu viel für ein Vergnügen verlangt, dass man wie bei einer Karawane Speis und Trank mitschleppen müsste. Daher barmherzige und kluge Menschen an Stellen, an denen sie abmerken, dass viele Wiener sie gerne besuchen, eben ein Wirtshaus bauen, um jenen Wienern Obdach und Labung zu geben. Ob hierbei zu viel oder zu wenig Wirtshäuser sind, kann der Fremde ja gar nicht ermessen, da er ja nicht weiß, wie viele wir in einem gegebenen Augenblicke da und dort sein werden, wie viel wir also Labung und Obdach bedürfen. Und was nun das Weintrinken anlangt, so hat der Fremde auch Unrecht, weil er bloß immer sagt, wir trinken Wein. Wir aber können ihm antworten, wir trinken auch Bier. Und wir danken Gott, dass er uns ein Land gab, wo beides gedeiht und Fröhlichkeit dazu, beides zu genießen. Denn wenn in einem Lande, wo ein guter, ein derber, gesunder Wein wächst, kein Wein getrunken würde oder knickerisch wenig Wein getrunken würde,
so wäre dies reinster Undank gegen Land und Schöpfer des Landes. Und diesen Undank lassen wir Österreicher überall uns nicht zu Schulden kommen. Was endlich nun die Backhühner und den Wein anlangt, so zeigt sich das auffallende Phänomen, dass allerlei Fremde, wenn sie zu uns kommen, Backhühner und Wein verzehren, genauso wie wir. Und zwar so viele Backhühner und so viel Wein, wie eben wir auch. Ich denke, die Sache muss bei uns in der Luft liegen und die Fremden nützen es eben, dass bei uns hier diese Dinge reichlich zu haben sind. Bei uns freilich ist es umgekehrt. Der Schreiber dieser Zeilen wenigstens fand einmal eine Kaltschale, die ihm ein nördlicher Landsmann bereitete, als ein so grausames Gericht, dass er schnell durch einen einfachen und aufrichtigen Grinzinger hinunterschwemmen und amortisieren musste. Diese kleine Abschweifung über die verkannten Wirtshäuser in unserer Wiener Umgebung sei mir erlaubt. Ich kehre nun wieder zu meinem Stoffe zurück. Doch eine Kleinigkeit möchte ich noch hinzufügen. Man wirft uns Wienern ja auch vor, dass wir jeden höheren Genuss, zum Beispiel den der Natur, den einer schönen Musik, einer häuslichen Freude, sogleich immer mit Essen und Trinken verbinden. Freilich, die Sache ist wahr, aber es ist nur so. Wir sind eben ein behagliches, ein sinnliches Volk. Das heißt ein Volk, das seine guten, tüchtigen, körperlichen Eigenschaften hat und auf selbe hält. Und da nun bei jedem gesunden und unverbildeten Menschen der ganze Mensch seine Rechte hat, so redet, wenn die Herrschaft Vernunft ein Fest feiert, auch die Dienerschaft Sinnlichkeit ein Wörtchen darin mit. Und die Sache ist eben erst vollendet und ganz, wenn sich alles auf gleiche Weise freut, ein jedes nach seiner Art. Ich darf ausnahmsweise, wir werden sonst immer wechseln, der Abwechslung wegen nämlich, noch am Wort bleiben. Weil wir hier einen zweiten Text haben, der sich mit Wesenszügen und Charaktereigenschaften des Wieners beschäftigt, die also sozusagen einen inneren Zusammenhang haben. Da es sich um eine Lesung handelt, muss ich meine Lesebrille aufsetzen, merke ich gerade. Also auch hier geht es um den Wesenszug des Wieners und eine Liebeserklärung an Wien, freilich von einem ganz anderen Autor, während Stifter ja eine Figur des 19. Hälfte des 1900 war, haben wir es jetzt mit Friedrich Thorberg zu tun, also durch und durch eine Person des 20. Jahrhunderts, so in den 1970er Jahren verstorben, berühmt durch die Tante Jolisch, werdet ihr kennen. Der hat 1938 einen Roman geschrieben, auch das war Wien, der tragischerweise nicht mehr zu seinen Lebzeiten veröffentlicht worden war, sondern erst danach. Zum Hintergrund, das ist ein Roman, der in den 30er Jahren spielt, in der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland und Faschismus in Italien. Das zum Hintergrund, werdet ihr merken, spielt eine gewisse Rolle. Und man muss noch dazu sagen, der Protagonist, um den es hier in diesem Ausschnitt geht, ist frisch verliebt, also glücklich. Fast restlos glücklich, aber eben nicht ganz. Warum? Er ist verliebt mit einer Frau in Salzburg. Was ihm also fehlt, ist Wien. Denn Glück wiegt doppelt in dieser Stadt, Wien. Und Unglück eben nur halb. Es hat indessen wohl jede europäische Großstadt ihre unvergleichlichen Besonderheiten aufzuweisen. Es ist von jeder schon behauptet worden, dass sie die schönste und vortrefflichste, die lebens- und liebenswerteste sei. Und es steht wohl jeder eine Reihe literarischer Zeugnisse zu Gebote, die ihren einmaligen Rang und Reiz bestätigen. London wie Paris, Prag wie Budapest, ja selbst Berlin enträt der eingeschworenen Liebhaber nicht. Für irgendeine dieser europäischen Großstädte zu schwärmen, ist also höchst trivial, denn es versteht sich entweder von selbst oder gar nicht. Und ihre Vorzüge gegeneinander auszuspielen, ist höchst sinnlos. Denn das Für und Wider, das sich da allenfalls geltend machen ließe, gerät sehr bald an einen Punkt, wo es sich der objektiven Abwägbarkeit entzieht. Dass Wien nun am schönsten sei, dies zu behaupten, wäre so nach ebenso läppisch, wie es zu leugnen. Man kann nicht sagen, Wien ist die schönste Stadt der Welt. Es ist zwar so, aber man kann es nicht sagen. Und man kann es freilich auch nicht beweisen. Das könnte nämlich nur ein Wiener
Und dem würde man es entweder nicht glauben, oder es liegt ihm gar nichts daran, dass solcher Beweis überhaupt erbracht werde. Mit einem stillen, von Anmaßung leicht unterspickten Lächeln betrachtet er alle dahingehenden Versuche und ihr Ergebnis lässt ihn völlig kalt. Egal, was der oder jener an Wien zu loben, der oder jener hingegen auszusetzen findet. Genauso bereitwillig, wie er eben noch in irgendeinen Talmire-Freude über die Herrlichkeiten Wiens eingestimmt hat, wird er im nächsten Augenblick auf Wien zu schimpfen beginnen. Beides je nach Wunsch und beides aus einer tiefen, durchaus aristokratischen Abneigung, sich mit dem und jenem, der zufällig die gleiche oder zufällig die gegenteilige Meinung hat, auf Herzensgespräche einzulassen. Er weiß schon, was wirklich an Wien dran ist, er weiß es und das genügt. Mögen die Irrtümer, die da in den unterschiedlichen Deutungen und Definitionen begangen werden, noch so groß sein, die unverdrossen geprägten Formeln noch so falsch. Es kann nicht Wien und kann nicht ihn berühren. Wien und was es bedeutet, in Wien zu sein, das ist ihm nicht bloß ein fester und eindeutiger Begriff, sondern ein immanentes Bewusstsein. Und ganz gewiss nichts, worüber sich singen und sagen ließe, am allerwenigsten mit anderen. Wien, Wien, nur du allein, nur du, aber allein, wenn ich bitten darf. Eine der gängigsten unter jenen unverdrossenen Formeln lautet dahin, dass der Wiener arbeitsscheu sei. Wolle man sich doch bitte einmal deutlicher ausdrücken. Was heißt das? Es heißt, er arbeitet nicht gern. Nun, dem wäre vor allem entgegenzufragen, wer auf der Welt denn bitte gerne arbeitet. So nämlich, dass ihm die Arbeit über alles geht, denn nur dies könnte als Antithese zugelassen werden. Für wen die Arbeit den Sinn des Lebens bedeutet, die Arbeit wohlgemerkt, und nicht der Genuss ihrer Ergebnisse. Nun, es gibt tatsächlich solche. Sie nehmen neuerdings sogar bedrohlich Überhand. Schon haben sich ganze Völkerschaften in Staaten gebildet auf dieses Prinzip einrichten, ja nachgeradezu ausrichten lassen, auf das Prinzip der Arbeit um ihrer selbst willen. Oder was wäre das denn sonst? Denn es geht denen dort, obwohl sie doch so herrlich viel zu arbeiten haben, obwohl sie nur so strotzen von Arbeitsdienst und Kolonnen und Lagern und Schlachten und was da alles noch im Zusammenhang mit Arbeit gibt, obwohl sogar die freie Zeit, die man ihnen zuweist, noch vom Lavoro her bestimmt ist und dopo Lavoro dieses. Obwohl sie also von der Arbeit ausgeübt werden in einer Weise, wie das bisher noch nie und nirgends der Fall war. Es geht ihnen doch keineswegs besser. Und das sollte man meinen, wäre doch der Übung und des Aufwands Zweck. Er ist es eben nicht. Und was nun also den Wiener und sein Verhältnis zur Arbeit betrifft, so hat sich ihm ganz einfach die fundamentale Einsicht erschlossen, dass man nicht lebt, um zu arbeiten, sondern umgekehrt. Er betrachtet die Arbeit als des erfreulichen Tatbestandes Leben, minder erfreuliche Voraussetzung. Denn wer auch in aller Welt sähe Erfreuliches gerne an Voraussetzungen gebunden. Er versucht, diese Voraussetzung in möglichst angenehmer Weise beizukommen, sie zu besänftigen, sie zufriedenzustellen, auf dass er dann selbst desto eher sei und ausgiebiger. Er ist nicht arbeitsscheu, er ist nur lebenslustig. Seine Lust am Leben ist größer als seine Lust an Arbeit. Und diese Zurechtrangierung wirkt sich sehr bekömmlich aus. Sie unterbindet zum Beispiel auf das Strikteste eine Art von Wichtignahme und Betriebsamkeit, welche sich in zahllosen Telefongesprächen, in stundenlangem Warten und Warten lassen zu manifestieren pflegt, in einer künstlichen Zerdehnung und Aufbauschung des Anlasses, deren ja nur fähig ist, wem der Anlass selbst übergroße Lust bedeutet. Sie verhindert ferner jegliche Überbewertung und Überbetonung der Tatsache, dass man arbeitet, dass also das, was man da vollführt, Arbeit ist und nicht etwa Theaterbesuch oder eine romantische Kahnfahrt. Sie macht kurzum jegliches Pathos der Arbeit unmöglich.
wer die Stadt Wien und was es an Wienerischem je und irgend geben mag, sichtbar oder hörbar, bewegt oder steinern, vergänglich oder ewig. Wer es begreifen und erfassen will, der wisse, dass es auf unpathetische Weise entstand, dass es nun eben entstand, also nicht so sehr geschaffen wurde und schon gar nicht geschafft. Wir kommen nun zu Heimito von Doderer. Das ist auch schon eine Tradition, dass wir Doderer zum Thema Wut befragen. Das ist vielleicht ein Thema, das der ein oder andere nachvollziehen kann, ich jedenfalls. Doderer war offenbar ein ausgesprochener Choleriker und Wutniegel. Er hat jedenfalls zahlreiche Petitessen und Kurzgeschichten zum Thema Wut hinterlassen. Und eine solche neue für euch bereiten wir euch. Die Teller. Mein Grimm erwachte, als ich feststellen musste, dass der Dentist gänzlich anders aussah, als er hieß. Unter dem Namen Bodurenko hatte ich mir freilich ein kleines Gesicht vorgestellt, mit tiefen Schatten. Stattdessen erwartete mich die Glätte eines Ferkels bei Vollmond. Als ich zwei Treppen hinabgestiegen war und wieder den Hausflur betrat, erreichte meine Wut einen so hohen Grad, dass ich mich hilfesuchend umsah. Dabei fiel mein Blick durch eine offenstehende Türe in die Küche der Hausmeisterin. Steinboden. Sogleich eilte ich aus dem Hause, denn vorhin schon hatte ich die Geschirrhandlung gesehen, war alsbald zurückgekehrt, warf drei Teller und hörte eine schimpfende Frauenstimme, gegen die sich Laute einer halbwüchsigen Kreinen verteidigten. Beim Klatschen zweier Ohrfeigen, denen Heulen folgte, schlüpfte ich eben wieder durchs Tor und ging sogleich verrauchten Zorns und frohen Mutes auf der Straße munter davon. Herrlich. Ja, ja, also auf Doderer folgt Roder Roder. Alexander Schander Rosenfeld, Vulgo, eben Alexander Roder. Ein Stück, das auch ein bisschen was mit Wut zu tun hat, aber auch mit Mut. Mit dem Mut des Roder, eines seiner Werke, in den Film zu bringen. Es ist, wie ihr merken werdet, eine Geschichte, die sich auf den Stummfilm bezieht. Ich habe gefilmt. Es gibt ein Stück von Karl Rössler und Roder Roder, der Feldherrnhügel, ist vor und nach dem Krieg oft gespielt worden, sehr oft, in Berlin vielleicht 1000 Mal. Nun haben es die Filmmenschen jetzt mit dem Militär. Kein Wunder, dass sie ihre hervorquellenden Augen endlich auf unsere Komödie richteten. Der Angriff des Films auf den Feldherrnhügel geschah so, dass man uns erst aus der Ferne dann immer mutiger plagiierte, worauf telefonische Aufforderungen ergingen, das Werk, wie es stand, dem Feind zu übergeben. Man wandte alle im Krieg bewährten Mittel an, Aushungerung, Bestechung, lähmte die Zuversicht der Verteidiger, indem man Pressenotizen lancierte. Wir seien schon gefallen.
Ein goldbeladener Esel in Gestalt eines Münchner Agenten drang in die Bresche. Durch Kettenhandel kam das Sujet dann über Wien und Budapest in den Besitz einer Berliner Firma. Ich wollte die Gelegenheit, Geld zu verdienen, nicht vorübergehen lassen und erbot mich, eine Rolle in der Filmkomödie zu übernehmen. Etwa den Korpskommandanten im letzten Akt. Den Filmleuten gefiel der Vorschlag. Immerhin ein wenig Reklame für das Stück. Es kam zu Gagenverhandlungen. Ich verlangte erkleckliche Summen. Man liest doch immer, wie viel die Mary Pickford bezieht und was Charlie Chaplin für eine herrliche Villa hat. Die Filmidioten lachten mich aus. Ich ließ nicht locker und drängte. Endlich bewilligten sie mir eine Fahrkarte dritter Klasse München-Wien und für jeden Aufnahmetag 20 Mark. In den Blättern erschien eine Nachricht, es sei den Filmioten unter kolossalen Opfern gelungen, den berühmten Schriftsteller für die Darstellung zu gewinnen. Montag, den 14. Juni, traf ich in Wien ein. Es regnete heftig. Im Atelier waren Arbeiter beschäftigt, Kulissen entzwei zu hämmern. Hinten liefen zahlreiche Herren mit amerikanischen Brillen um und geboten teils Ruhe, teils vermehrten sie den Lärm. Auf einer kleinen Bühne zwischen violetten Lampen agierte in Husarenuniform Harry Liedtke, luftigem Gesellschaftskleid Fräulein Mincenti. Sie gespenstisch geschminkt, er in jugendlichem Übermut. Lächelten, Zähne fletschend, verbeugten sich und umarmten einander. Die Herren rundum tanzten und brüllten erregt. Einer schrie, Aufnahme! Zwei kurbelten, drei winkten Herr Liedtken verzweifelt zu. Vier machten Fräulein Mincenti die leidenschaftliche Verbeugungen vor. Fünf rangen die Hände, sechs hielten sich kopfschüttelnd und die Schläfen. Plötzlich hieß es, fertig! Und alle Erregung war zusammengeklappt. Die Gruppen lösten sich. 23 Menschen überfielen mich, stellten sich mir mit überaus hohen Titeln vor, sprachen je einen halben Satz zu mir und rannten sofort wieder davon. Das Hämmern hatte bedeutend zugenommen. Ich stand hilflos in der Ecke, als ein Mann des Mittelstands erschien, und sagte, ich sollte mit ihm in die Stadt fahren, in eine Leihanstalt für Theatergarderobe. Wir bestiegen ein Taxi. Ich war sehr besorgt, weil die Uhr schon 23:70 zeigte, doch meine Sorge erwies sich als unbegründet. Am Ziel zahlte der Mann des Mittelstandes. Ein zweiter Mittelstandsherr hielt schon vor einem gewaltigen Haufen von Generalsuniformen. Man wusste hier genau, wem jedes Kleidungsstück einst gehört hatte. Der Verleiher maß mich mit einem Blick und sagte, Feldmarschallleutnant Bach. Ich habe ihn gekannt, den Feldmarschallleutnant Bach. Er hatte die Landwehrdivision in Agram, war klein und brünett. Und für sein stieres Gschau nannten wir ihn in der Armee den Big-König. Ausgeschlossen, dass seine Uniform mir passen könnte. Nein, rief der Verleiher. Dann Marschall Rohr. Ja, ich bitte Sie, entgegnete ich. Rohr hat doch die Kärntner Front kommandiert und als die Italiener durchbrachen, hat er in Person die Lücke gefüllt. Ich bin nicht halb so dick. Haben Sie nicht den Generalobersten Terstjanski? Der war von meinem Format. Gewiss haben wir ihn, sagte der Verleiher und brachte mir den Rock von Terstjanski. Die Ärmel erwiesen sich als viel, viel zu lang. Ich machte die interessante Beobachtung, dass sämtliche K&K-Heerführer überaus entwickelte Vorderextremitäten gehabt hatten. Einst im Glanz der Uniformen war mir das nicht so aufgefallen. Wir einigten uns auf den Rock des Generalmajors Jablanski de Felge Eorsch et Erdem. Die Hosen, weil an seiner kaiserlichen Hoheit des Erzherzogs Albrecht, Siegers von Custozza, und die Stiefel des ehemaligen Chefs des Generalstabs, Exzellenz von Arz. Sehr schöne Stiefel.
Einst hatte mir, als ich Fähnrich war, eine Zigeunerin prophezeit, ich würde als hoher General durch die Stadt Wien reiten. Damals hatte ich es nicht glauben wollen. Es regnete. Im Atelier zertrümmerten zahlreiche Arbeiter mit dröhnenden Hammerschlägen die Kulissen. Hinten die Herren mit den amerikanischen Brillen geboten, teils Ruhe, teils vermehrten sie den Lärm. Auf einer kleinen Bühne zwischen violetten Lampen, gespenstisch geschminkt, in luftigem Gesellschaftskleid, verführte die Olga Tschechowa, die Preußen sagen Tschechowa zu ihr, einen Leutnant. Einer schrie, Aufnahme, zwei kurbelten, drei winkten dem Leutnant verzweifelt zu, vier machten der Tschechowa Verbeugungen vor, fünf rangen die Hände, sechs hielten sich kopfschüttelnd die Schläfen und niemand, niemand kümmerte sich um mich. Da sich niemand um mich kümmerte, ich soll doch 20 Mark bekommen für jeden Aufnahmetag, versuchte ich die Aufmerksamkeit auf meine Begabung zu lenken, indem ich herzige Attitüden annahm, wie das den illustrierten Blättern zufolge seitens unserer Lieblinge, der Filmdieven, geschieht. Niemand kümmerte sich um mich. Da war es drüben zu Ende. Die Würdenträger der Filmbranche stürzten sich auf mich. Anfangs alle gleichzeitig, wiederum nur mit halben Sätzen, wobei sie mich auf Würstchen mit Senf hinwiesen. Später kamen sie einzeln kauend und warfen mich voreinander. Der andere sei das, wofür er sich ausgibt, nur pro forma. In der Tat habe der jeweilige Sprecher allein das Ganze unter sich, während die übrigen nur reden, aber völlig unbrauchbar seien und nächtens fliegen würden. Ich sollte mich schminken lassen, dazu ritten sie mir einstimmig. Unter hallenden Rufen, Herr Schleimberger, Herr Schleimberger, führte man mich in Schleimbergers Atelier. Niemand. Erst auf den 60. Ruf, nachdem man hunderte von Hypothesen über Schleimbergers Verbleib geäußert hatte, erschien er. Er war auf dem Abort gewesen. Und ohne Zögern, ohne zeitraubende Faxen griff er in einen Ziegel und salbte mir das Antlitz. Herr Schleimberger hatte jüngst in München geweilt, auf dem Kongress der Schminkmeister. Es gab einen großen Empfang im Hofbräuhaus und zahlreiche Episoden im Franziskaner, auf dem Nockerberg, im Schwabinger Keller und beim Don Isel. Genau mit der Beschreibung der Kongressfeierlichkeiten auf die Sekunde endete die Schminkarbeit. Ich sah nun auch wie die Mincenti aus und die Tschechowa. Doch niemand kümmerte sich um mich. Draußen regnete es. Im Atelier zertrümmerten Arbeiter mit dröhnenden Hammerschlägen die Kulissen. Hinten die Herren mit den amerikanischen Augengläsern geboten, teils Ruhe, teils vermehrten sie den Lärm. Auf einer kleinen Bühne zwischen violetten Lampen agierte gespenstisch Frau Zwerenz. Einer schrie Aufnahme, zwei kurbelten, drei winkten leidenschaftlich, vier machten der Zwerenz Verbeugungen vor, fünf. Da ging ich auf einen Herrn zu, der sich mir durch seinen schäbigen Anzug und absolute Untätigkeit als wahres Oberhaupt der Unternehmung zu dokumentieren schien. Und ihm sagte ich, ich bitte um 33 Mark für die Fahrkarte München-Wien und um 20 Mark Taggeld, zusammen 53 Mark. Ein Wink des Schäbigen mit einem Zauberschlag war alles anders. Im Nu hatte man die Zwerenz stehen gelassen, den Harry Lietzke, die Tschechowa und Mincenti, die Arbeiter hielten im Hämmern ein. 23 Herren mit Brillengläsern, 16 Jupiterlampen, 9 wirklich geheime Regisseure bemühten sich um mich. Man brachte ein Pferd. Ich sollte mich draufsetzen und mitten zwischen die Lampen reiten. Einer schrie Aufnahme, zwei kurbelten, drei winkten mir leidenschaftlich, vier machten mir Verbeugungen vor, fünf rangen die Hände, sechs wollten sich kopfschüttelnd an die Schläfen fahren, doch sie kamen nicht dazu. Denn das Pferd
riss aus, schleuderte mich in die Kamera. Die Kamera schmiss die Lampen um. Die Lampen klirrten auf den Schäbigen. Der Schäbige sagte Konkurs an oder hat mir das nur geträumt. Um 4 erklärte der Chef des operativen Büros, die Großaufnahme sei wundervoll gelungen. Im Übrigen werde man sich mit einem Stellvertreter zu 5 Mark behelfen, der mir sehr ähnlich sehe und nur von hinten gezeigt werden würde. Um 4.15 Uhr legte ich alles ab. Den Rock des Generalmajors Jablanski de Fergeersch, die Hosen Weiland Erzherzog Albrechts und die schönen Stiefel. Mit 53 Mark in der Tasche und 16.49 Uhr fuhr ich nach München. Ich hatte gefilmt. Es war sehr hübsch gewesen. Ach, könnte ich es doch bald wieder tun. Gut, wir kommen wieder zu Heimito von Doderer. Bei Doderer wechseln sich ja die Stellen, wo es um Wut geht und Ungehöriges miteinander ab. Die Stelle, die wir jetzt lesen, ist ein bisschen mehr ungehörig, aber Wut kommt auch vor. Heimito von Doderer. Ja. Bett und Bart. Nicht, wie etliche irrtümlich vermeinten, habe ich den großen Bart mir wachsen lassen. Langer Bart, Breitbart wie Andreas Hofer, aus Kummer darüber, dass meine Frau mich hinausgeworfen hatte. Sondern der Hinauswurf war eben des Bartes wegen geschehen. Und als dieser seine größten Abmessungen erreicht. Ein Freund, der ins Ausland übersiedelte, hinterließ mir seine möblierte Wohnung, wie sie war. Ich trat statt seiner ins Mietverhältnis. Ein so reizendes Heim wie dieses hatte ich vor dem nie inne gehabt. Es lag im Villenviertel zu ebener Erde mit mächtigen Glas. Führen geradewegs auf die Rasenfläche des Gartens. Dahinter dichtes Fliedergebüsch gegen die Straße, man sah von dieser nichts. Der Sommer kam, ich schlief bei offener Glastür. Ein Mensch im dichten Barte schläft wohl. Er sinkt in den Bartwald, er zieht sich in diesen zurück. Leises Knistern versichert ihn seiner Geborgenheit. Er lehnt im Barte wie im Schlafstuhl. Sein Gesicht wird klein, eine geringe, halb verwachsene Lichtung in den Wäldern. Unsinn ist's, was ein besserer Romanschreiber unserer Zeit neulich behauptet hat, dass ein Bärtiger in störende, ja quälende Zweifel geraten könne, ob er den Bart nun auf der Decke lassen oder unter dieselbe stecken soll. Nichts von alledem. Ein Mensch im dichten Barte schläft wohl. Sorgen materieller Art hatte ich keine. Es war mir ein leichtes, die Verpflichtungen gegenüber meiner Gemahlin zu erfüllen, und hierin änderte ich nicht das Geringste. Als sie mir jedoch schreiben ließ, sie gedenke, die Scheidung zu begehren, eventuell klagsweise, und zwar wegen ehewidrigen Verhaltens meinerseits, wurde unter der Erbitterung eine
tiefere Beklemmung fühlbar, eine solche nämlich, die von der Schuld herkommt, so wenig ich außerwertlich irgendwas auf dem Kerbholz wusste. Es waren die Bemerkungen eines Unverschämten, die man mir einst zugetragen hatte, als ich noch mit meiner Frau lebte, und welche wie ein Wink in mein Inneres fiel, da ich mich ihrer entsann und hier einiges deutlicher werden ließen. Jener war ein hervorragender Grafiker, zudem Besitzer einer der größten Nasen, die ich jemals gesehen habe. Die Ausstreuung seiner Witze über mich fand im Café statt und so drang's bald zu mir. Er glaube, so habe sich Herr M. damals geäußert, dass meine neuerdings enorme Wertigkeit nichts anderes darstelle als eine Art Schwanengesang auf die eigenen Manneskraft und bei dieser auf allen vier Füßen lahmen Metapher soll gelacht worden sein. Zugleich die Transformierung der endenden Manneskraft in ein anderes Medium, ihre Verlegung in ein anderes Bette, wo sie genauere Nachprüfungen nicht mehr ausgesetzt sei und gerade gegen solche Schirme nicht erbart gut ab, den er da ernährt. Dies letzte indessen musste ich wohl schon irgendwo gehört haben. Oder gelesen haben, lange her, aber ich kam darauf, dass einst bestandene Kloster Königssaal, nicht weit vom heutigen Smidnov, einem Industrievorort in Prag, hat vor Zeiten außerordentlich kluge und gelehrte Äbte und andere Insassen gehabt, die an Chroniken und Schriften für uns besonders reich an Aufschlüssen über jenes 14. Jahrhundert sind, welches wohl das am schwersten verständliche des ganzen späten Mittelalters sein mag. Und schon die hochgebildeten geistlichen Herren scheinen sich nicht wenig gewundert zu haben über die toll wechselnden Moden, Manien und geistigen Epidemien ihrer Zeit. In einem solchen Zusammenhang steht es, wenn einer dieser Gelehrten schreibt, Ali equidem ingentes varnas nutriunt. Andere wieder ernähren ungeheure Berge. Ich ernährte also meinen Bart. Er gedieh. Doch trug ich traurig, ja ängstlich, nicht nur weil meine Gemahlin und ich jetzt vom Bett und Bart getrennt waren. Immer mehr sogar überwog die Ängstlichkeit in mir die Trauer. Ich wusste, dass mir nichts würde geschenkt werden. In der ersten Zeit unternahm ich noch Spaziergänge in meiner neuen Umgebung, teils ganz draußen im Grünen, teils durch die Villenstraßen und die älteren Gassen gegen die Stadt zu. Traurig trug ich meinen Markt dahin. Es ist hier der Ort zu versichern,
Und heute ist's mir klar, bewusst und vollends unzweifelhaft, dass ich nie, nicht ein einziges Mal daran gedacht habe, mich vom Barte, der doch alles Übel und diese Trauer und die wie Grundwasser heraufsickernde Ängstlichkeit mitgebracht hatte, zu befreien. Ich trug ihn wie ein Verhängnis. Das konnte mir nicht entgehen und ich musste es mir eingestehen, dass ich leere Seiten, Straßen und Gassen immer mehr mied, besonders nach Einbruch der Dunkelheit, zweifellos hingen derartige Erscheinungen. Ich wandte mich zum Beispiel oft ohne jeden Anlass plötzlich um und auch mit meiner nun schon lange währenden und nie durchbrochenen Einsamkeit zusammen. Ich hatte mich sozusagen gänzlich aus dem Verkehr gezogen. Etwa so wie in der ersten Zeit vor 2 Jahren, als mein Bart zu sprießen begann. Doch jetzt noch radikaler, weil ja kein Mensch eine neue Anschrift wusste. Ich teilte sie niemandem mit. So schritt der Sommer vor und ich habe außer bei meiner eben damals sehr erfolgreichen Berufsausübung kaum mit irgendwem gesprochen. Dann endlich, eines Abends, entsann ich mich des entscheidenden Vorganges und legte den Kern meiner Furcht bloß. Ich habe in der Jugend einen Bartriss verübt, der sogar den Sturz des am Barte Gerissenen aufs Gesicht zur Folge gehabt hatte, den sogenannten Plautz. Im Augenblick denke ich jetzt an den Geruch des Mannes. Er ist mir ganz gegenwärtig und wie unter der Nase. Ein intensiver Duft, der weit besser zu einer Dame gepasst hätte, duftig und schwer zugleich, und der jeden nach einer Frau den Kopf hätte umwenden lassen. Dereinst sollte ich den Namen dieses Parfums noch erfahren. Es war eine einsame, ja völlig leere Gasse gewesen, durch welche auf dem drüberen Bürgersteig schreitend ein elegant gekleideter Mann um die 30, also gleichen Alters wie ich damals, mit dämlicher Miene seinen außerordentlich entwickelten Vollbart dahin trug. Ich kreuzte die Gasse schräg, näherte mich von halb rückwärts dem Bärtigen, und im Überholen ergriff ich den machtvollen Bart mit ganzer Hand, schloss sie zur Faust und erteilte einen kurzen, jedoch überaus kräftigen Riss nach abwärts, der den Bärtigen stolpern machte. Plautz! Damit passierte ich ihn. Und schon wurde mein Rücken viele Quadratmeter hoch und breit. Und eine fugenlose, aber entschreitende Mauer glatter Ablehnung, völlig unbeteiligt seins absoluter Sicherheit. In einer solchen befand ich mich tatsächlich. Der Bartriss hatte für Augenblicke zwischen mir und dem umgebenden Leben eine breite Randkluft eröffnet, über welche niemandem zu springen möglich gewesen wäre. Und hätte es gleich einer versucht, vom archimedischen Punkte, auf dem ich stand, wäre es mir ein leichtes gewesen, ihn zu Fall zu bringen.
aber hinter mir blieb es völlig still. Und ich ging davon. Wäre es aber nicht still geblieben. Mein höfliches Erstaunen allein hätte jeden Protest vernichtet. Dieses Erlebnis, schlagartig erinnernd, vermied ich nun erst recht alle einsamen Gassen, ließ mich nach beendeten Geschäften in der Stadt vom Büro meiner Firma, durch deren Chauffeur bis vor meine wackelige, altmodische Gartenpforte fahren. Und wollte ich einmal mich ergehen, so tat ich's auf der belebten Hauptstraße des Stadtviertels. Doch unterließ ich bald das Spaziergehen gänzlich. Nachtmahl und Wein nahm ich aus der Stadt mit und verbrachte dann diese Sommerabende im Strecksessel auf dem Rasen, lesend oder einfach nur zurückgelehnt in meiner Wertigkeit. Ich begann ruhiger zu werden, Furcht wich und er schlief nachts tief und fest in der ambrosischen Stille, im Aushauche der zahllosen Gärten mit ihren Bäumen und Gewächsen. Ein Mensch dichten Bartes schläft. Doch eines Nachts, schon gegen des Sommers Ende, erwachte ich aus einem furchtbaren Traum. Mir war, als würde ich von einer gewaltigen Faust am Barte gerissen. Aber jetzt schon wach. Dem Risse halfen bereits Knüffe und Püffe nach. Ich war aus dem Bett geworfen und lag nun mit dem Gesicht unten auf dem Bettvorleger. Plautz! Ein zugleich Duft. Dicker und schwerer, überaus intensiver Geruch war zu spüren. Ich glaubte mit dem schmerzenden Gesicht noch immer nach unten liegend und noch immer nicht ganz bei klarem Bewusstsein doch schon zu wissen, woran es sei. Das Licht wurde eingeschaltet. Ich erhielt einen mäßigen Tritt in den Hintern und eine klare Stimme sagte, auf! Weiter nichts. Halb betäubt wälzte ich mich langsam herum. Ich sah nicht auf. Ich sah auf meine Zehen und bewegte dieselben. Dann erst erhob ich die Augen. In einem Armsessel, unweit des Bettes, saß meine Frau. Schwein, sagte sie. Nun dessen innewirrend, dass ich gänzlich wach geworden war. Ich rappelte mich zusammen, so weit, dass ich saß und nun gegen das Nachtkästchen gelehnt war. Ich bewegte meine Zehen und betrachtete diese dabei. Höre auf, mit den Zehen zu spielen, sagte sie. Es ist ja widerlich. Aber ich konnte nicht aufhören. Ein neues Parfum, sagte ich schnuppernd. Solltest du kennen, Sortilège, also Zauberei. Von dir zu Weihnachten, aber jetzt erst geöffnet. Ich darf wohl annehmen, dass du es selber geprüft hast, bevor du es kauftest. Natürlich, logisch. Da ich damals in großer Eile gewesen war, hatte ich mich auf die Empfehlung der Verkäuferin in einem sehr guten Geschäft verlassen und dieser nur gesagt, was zu meiner Frau so ungefähr passen würde.
Es ist ein ausgezeichnetes Parfum, fügte sie noch hinzu und sagte dann mit stark klarer Stimme: Auf! Morgen den Bart ab! Geht nicht, erwiderte ich. Das Gesicht wird mir noch wehtun. Ich hatte jetzt davon abgelassen, mit den Zehen zu spielen. Dann übermorgen ist der Bart ab, rückst du glatt rasiert bei mir ein. Sie erhob sich, schlug den Vorhang ein wenig beiseite und verschwand durch die offene Glastür dahinter in den Garten. Bald danach hörte ich die alte wackelige Gartenpforte quietschen und zugacken. So geschah es denn. Als der Bart ab war, fühlte ich sehr bald die Rückkehr meiner Kräfte. Nun, sie waren mehr als 2 Jahre geschont worden. Wir kommen jetzt wieder zu einem Stück, wo es, der Wiener Wesenszug oder der Wiener Charakter auf die Probe gestellt wird. Wir haben ja schon gehört, die Leichtlebigkeit des Wieners bei Backhändel, bei Wein, bei Bier und die Arbeitsscheue, der arbeitsscheue Charakter. Nun wollen wir einmal sehen, wie es dem Wiener so geht, in ernsten Situationen, gewissermaßen in Situationen mit eschatologischem Charakter, also bei wichtigen Dingen. Das ist eine Erzählung aus dem Band Wiener Luft, Wiener Leute von Vinzenz Chiavacci. Selbstmord mit Hindernissen. Aus Zeitgründen werde ich den erzählenden Teil der Geschichte mit 1,25% Geschwindigkeit lesen. Sie war Köchin, er war der Knopfmacher, Toni. Im nächsten Fasching hätte sollen Hochzeit sein. Er hatte sich ein paar Knöpfe zusammengespart und auch ihr Körbel hatte gute Zinsen abgeworfen. Sie wollten gemeinsam ein Wirtshaus aufmachen. Alles war im schönsten Gange, ihre Liebe und Eintracht waren stark und mustergültig. Und heute alles vorbei, vorüber der Liebestraum. Versunken das Wirtshaus wie ein verwunschenes Schloss. Verschwunden die starke Eintracht. Was hatte diesen holden, kräftigen Bund gestört? Eine Bombe. Diese Bombe war ein Kanonier, mehr als das, ein Feuerwerker von der Artillerie. Mit der rohen, distinktionslosen Soldateska hätte es unser Toni ja noch aufgenommen. Aber mit den Sternen wollte er nicht hadern, wenn sie auch nur aus Wolle waren. So beschloss er denn, sich auf seine Weise zu rächen, ohne die beiden Schuldtragenden heranzuziehen. Und was kam da Schöneres in Frage als ein Selbstmord? Das war jetzt modern. Man kam gleich in die Zeitung. Die Leute redeten von einem und die Mädel zerdrückten vielleicht eine Träne des Mitleids, wenn ihnen des anderen Morgens die Greislerin vorlas: Gestern wurde ein Ertrunkener, anscheinend ein Knopfmacher, den, was man den Liebesgram an der Nase ansehen konnte, aus der Donau gezogen, trotzdem man ihn gleich auf den Kopf stellte, weigerte er sich doch hartnäckig, zum Leben zurückzukehren. Das musste doch das Gewissen aufrütteln und ihr das schwere Unrecht zu Gemüte führen. Halt, noch besser, er schreibt dir gleich selbst einen Abschiedsbrief. Gedacht, getan. Nach einigem Sinnen kam nun folgendes Schriftstück zustande. Liebe Resel, indem dass du mit einem anderen gehst, bringe ich mich um. Oder ich häng mich auf. Oder nein, damit du es nur weißt, ich springe in die Donau. Wenn du dies lesen tust, bin ich schon eine Leiche. Leb wohl, wir glücklich mit deinen neuen Liebhaber. Meine neue Adresse, Hotel Donau, nasses Bett, Numero unbekannt. Dein dir bis in den Tod, treuer Toni. Und nun
Nachdem so seine Rechnung mit diesem Leben in bester Ordnung war, machte er sich leichten Sinnes auf den Weg ins Jenseits. Vater und Mutter und liebende Verwandte hatte er nicht mehr und seine Riesel war ihm untreu geworden, was also galt ihm noch das Leben? Zur Vorsorge steckte er eine Anzahl Silbergulden in die Tasche, damit sich was bei ihm finden würde auf eine schöne Laich. Die Leute unten auf der Gasse rannten an ihm vorüber und beachteten ihn gar nicht. Die Straßen und Plätze hatten alle das gewöhnliche Aussehen. Wenn ihr wüsstet, was ich weiß, dachte er bei sich, da würdet ihr ganz andere Augen machen. Eben überlegte er sich, ob er sich nun in die Donau stürzen oder im Prater aufhängen sollte, als plötzlich einer hinter ihm herlief und schrie, es hängt sie einer auf! Erschrocken wandte er sich um. Wie konnte da jemand seine geheimsten Gedanken erraten? Aber als er sich umkehrte, da musste er laut auflachen. Denn der Rufende war ein Gassenjunge gewesen, der einen Kutscher aufmerksam gemacht hatte, dass sich ein Bub hinten an seinen Wagen angehängt hatte, zum gratis Mitfahren. Ha! Er konnte noch lachen. Das war doch nicht die richtige Stimmung für einen Sterbenden. Also, geschwind, an die Sünden gedacht und an die lieben Englein und an das Halleluja. Richtig, da sang er auch schon ein Halleluja. Aber die Melodie, auf die er es da sang, die hat er bei einem Heurigen irgendwo gehört. Und da kam er zu einem Fiakerstand. Auf der Bank lag ein Kutscher ausgestreckt und schnarchte wie eine Sägemühle. Hinter ihm stand ein Kamerad und kitzelte ihn mit einem Strohhalm, bald da, bald dort. Der Schlafende fuhr sich hastig nach der juckenden Stelle, aber die Hände waren mit Kohlen geschwärzt und so beschmierte er sich sein ganzes Gesicht in allen Richtungen. Haha, lachte unser Selbstmordkandidat. Das war spaßig. So ein blauer Montag ist doch was Schönes. Vor jeder Auslage blieb er stehen. Er sah den Buben beim Anmäulen zu. Er schloss sich der Burgmusik an und schritt sogar eine Weile im Takte mit. Und so war es Mittag geworden. Da fiel ihm sein Entschluss ein, zu sterben. Also, jetzt keine Zeit mehr verloren, geschwind hinunter zur Donau. Bei der Aspernbrücke, unweit von hier, bei der Aspernbrücke angekommen, betrachtete er sich sein Mordinstrument. Muss doch einmal schauen, wer wie viel Grad es heute hat. Er stieg vorsichtig eine Zille und tauchte mal den Finger ins Wasser. Kalt ist, boah. Na, werde ich mich da lieber aufhängen. Oder na, weil ich schon da bin. Halt, aber Engel, da fällt mir ein, ich kann ja schwimmen. Da müssen wir uns ein paar Steine zusammen glauben. Er sammelte sich also einige Kieselsteinchen und stopfte sie in die Taschen. Da hörte er eine Stimme in seine Richtung. Na, das ist ein dummer Bub, der will da fischen, wo die Dampfschiffe vorbeifahren. Geh Bub erst, da ist nichts zum Fischen, da plagst du die umsonsten. Der so angesprochene Knabe, der an einer parallelen Zille angelte, drehte sich rasch um und verlor aber durch diese plötzliche Wendung das Gleichgewicht, balancierte noch eine Weile und fiel dann mit einem lauten Aufschrei ins Wasser. Jösses des Ano, sagte unser Toni, entledigte sich rasch seiner Kieselsteine und sprang, nachdem er auch noch ordentlich die Stiefel ausgezogen hatte, dem Jungen hinterdrein. Mit einigen kräftigen Stößen hatte er den sinkenden Buben erreicht, erfasste ihn an den Haaren und schwamm mit ihm ans Ufer. Brrr, Toni klapperte mit den Zähnen, ist das halt ein Köden? Na, da geh halt nimmer eini. Da ist das Aufhängen gescheiter. Wird wenigstens gewann schneller trocken. Doch plötzlich rief er aus, mein Gott, schaut's das arme Buberlein, jetzt hat er die Besinnung verloren. Geschwind, Frau Nachbarin, bringen Sie einen Kotzen. Na, ziehen Sie einen Kittel aus, dass wir ihn einwickeln können. Im Nu, wir sind in Wien, im Nu hatte sich ein dichter Menschenschwarm angesammelt, der sinnlos durcheinander schrie und Vorschläge zur Rettung des Bewusstlosen machte. Jö, das ist ja der Peppi von der Frau Knauer. Na, da muss ich's gleich holen, sagte die Kräutlerin. Jeder machte Vorschläge, aber niemand
unternahm etwas. Wir sind in Wien. Am Korb stehen müsste, das Wasser ausrinnt. Ja, freilich, was denn? Dass ihm gleich der Schlag trifft, oder was? Na, das gebe dann schönen Rat. Am Bauch müsste ihm treten, dass er wieder zu schnaufen anfängt. Gesteckt sie am Finger in Hals, dass sie ihn regt. Na, in die Nosen müsste ihm einblasen, dass er aufs Atemholen nicht vergisst. Gekitzelt sie an einer mit einem Federkind, dass er nierst. Ader lassen. Na, die Darm auslösen. Der Knabe nun machte der Polemik freiwillig ein Ende, indem er die Augen aufschlug. Und dies gerade in dem Moment, als seine Mutter jammernd und händeringend auf ihn zustürzte. Peperl, mein Peperl, siehst du das? Ich hab dir allerweil gesagt, mit dem verflixten Fischen bei der Donau. Jösses, das Unglück, was hätte geschehen können. Geheuen Sie nicht auch so. Sehen Sie nicht, dass der Bub wieder Pumperl gesund ist. Bedanken Sie dann lieber bei den Herren, der ihn rausgeholt hat. Wie ein Pudel Sabortl. Na, ich küsse die Hand, euer Gnaden. Ich danke viel tausendmal. Unser Herrgott wird es Ihnen und innere Kinder vergötten. Und schon wollte sie die Hand des Lebensretters ihres Pepperl küssen. Der Toni aber, der in der Mutter des Knaben eine Jugendgespielin erkannt hatte, wehrte sie ab und sagte mühsam, da ihm die Zähne vor Nässe und Kälte klapperten, kennst mich nimmer, Knauer Maridl? Ich bin's, der Toni. Meiner Söhne, der Huber Toni. Kurze Zeit darauf saßen sie alle drei in dem traulichen Zimmer der überglücklichen Mutter. Während diese in der Küche schnell einen Heferlkaffee gekocht hatte, zogen der Toni und der Pepperl ihre nassen Kleider aus. Da jenem die Kleider des kleinen Pepperl natürlich nicht passten, musste er sich einstweilen mit den Frauenkleidern seiner Freundin begnügen. Und als diese mit dem dampfenden Kaffee bald darauf ins Zimmer trat, hätte sie beinahe die Heferl zur Erde fallen lassen. So sehr musste sie über die Metamorphose ihres Jugendfreundes lachen. Da schau, was du für ein gestarztes Madel wärst. Da muss ich dir gleich ein Busel geben. Ich danke dir tausendmal, na so ein Unglück. Sie gab ihm einen herzhaften Kuss, sodass dem Toni heiß und kalt wurde. Denn die Maridl war eigentlich eine Jugendliebe von ihm gewesen und er hatte sich, als sie den Knauer Franzl heiratete, mit einem Päckchen Zündhölzchen vergiften wollen. Zum Glück aber schwedische Sicherheitszündhölzer erwischt, die keinerlei Wirkung hervorbrachten. Nicht wahr? Das ist ein Geschlader, fragte sie nach einer Weile, als jeder sein mächtiges Heferl zur Hälfte geleert hatte. Mein Gott, eine arme Witwe. Muss halt mit dem zufrieden sein, was gibt. Ach so, eine Witwe bist? Ist also der Knauer Franzl schon gestorben? Fragte der Toni und es wurde ihm ganz eigen ums Herz. Ja, gestorben und verdorben, wie du das nehmen willst. Eigentlich hat er sie aufgehängt. Na, was schaust denn so, dummer Bub? Willst deine Schlecklei haben? Marsch aus in die Kuchel, tu dabei Holz spöndeln, dass dir die Zeit vergeht, der Knabe tat, wie ihm geheißen, damit ihn nicht doch noch die versprochenen Prügel ereilten. Na, dass ich dir sag, das weißt du eh, trunken hat er immer gern, aber letzte Zeit hat er schon gesoffen. Gearbeitet hat er auch nichts mehr. Er war nimmer zu brauchen. Und zittert hat er wie ein altes Weib. Das ist halt ein Stückchen nach dem anderen ins Versatzamt gewandert. Zuletzt sind wir noch ganz pfennt worden. Nichts haben sie uns lassen als die Strohsäck. Das war dir ein Elend, kannst du denken, was ich da ausgestanden habe. Ein kranken Mann, er hat nämlich das Delirium Clemens gekriegt und nichts mehr gesehen als wie Ratzen und Mäuse und kleine Viecher. Und nachher die kleinen Kinder, die Kathi ist mir auch gestorben, weißt. Und ich ganz alleine zum Verdienen. Die Frau trocknete sich mit der Schürze ihre Tränen, als sie der bösen Zeit gedachte. Auch den Toni rührte die Geschichte so, dass ihm schon die hellen Tränen über die Backen liefen. Ja, du warst freilich immer guter Mensch und fleißig und sparsam. Und du hast mich früher auch gern gehabt, gell? Ich weiß schon. Sie zupfte an ihrer Haube.
Ich weiß nicht, wo ich damals meine Augen gehabt habe, dass ich die gar nicht genommen habe. Dem Toni rieselte es ganz heiß und kalt durch die Glieder. Schon wollte er um den Hals fallen, aber da fiel ihm sein Vorsatz wieder ein. Höchste Zeit war es. Im Dunkeln hängt er sich nicht gern auf. Er machte der Hermine aufzubrechen, wurde aber von der jungen, wie er sah, noch immer sehr hübschen Witwe zurückgehalten. Geh, der Quandl ist ja noch ganz nass. So wirst du nicht ausgehen auf die Gassen. Und alster, dass ich dir jetzt viertit erzähle. So hat er eine Zeit lang geappelt, der Alte. Einmal ist er mit dem Messer auf mich gegangen, weil ich ihm keinen Schnaps mehr gegeben habe. Dann ist er verschwunden. Nach 4 Wochen haben sie ihn in Dornbach, wo es aufhängendes Haus ist, von einem Baum runtergeschnitten. Und wie hat er denn da nachher ausgeschaut? Fragte der Toni kleinlaut, weil ihn dieses Detail der Angelegenheit gewissermaßen besonders interessierte. Na, ich bitte, ich frag mich um das nicht. Fürchterlich, fürchterlich, hätte er mir beinahe nicht mehr kennt, wenn er das Gewand nicht angehabt hätte. Ja, ist schon genug, sagte der Toni und es schüttelte ihn innerlich vor Fieberfrost. Wüsst noch was? Na, ich danke dir, du hast mir mit deiner Geschichte ganz schön den Appetit verdorben. Die Witwe bezog dies auf ihren Ziguri-Kaffee. Der Toni freilich meinte seine Selbstmordgedanken. Und das Schönste ist, weißt Toni, seitdem der Haderlump, unser Herrgott trösten, tot ist, hat mich das Glück nicht einen Augenblick mehr verlassen. Mein Wäschereigeschäft geht gut und vor ein paar Wochen stirbt mir ein Vetter, der alte Schöberl. Was der mit der roten Pfunznosen? Und der hinterlässt mir sein Wirtsgeschäft. Ich weiß ja nicht, was ich damit anfangen soll, du lieber Gott, zu so einem Wirtsgeschäft, da gehört halt ein Mann ins Haus. Die Frau zupft verlegen an ihrer Schürze. Und dem Toni fuhr es abermals heiß und kalt durch die Glieder. Ein Wirtsgeschäft, das war ja von jeher sein Ideal gewesen. Er sann eine Weile vor sich hin. Was konnte er denn schon verlieren, wenn er seinen Vorsatz auf 1 oder 2 Tage verschob? So zog er denn, während die Maridl in der Küche das Geschirr abwusch, seine inzwischen getrockneten Kleider wieder an und empfahl sich. Freilich hatte er der dankerfüllten Witwe feierlich versprechen müssen, andern Tags wiederzukommen. Und der gerettete Pepperl musste ihm sogar die Hand küssen. Naja, nach 6 Wochen schließlich schrieb der Toni an seine frühere Flamme. Liebe Resel, wenn du glaubst, ich bin schon ein Toter, so tust du dich irren, indem das Wasser nur 8 Grad war. Ich tu dir hier zu wissen, dass ich ein Wirtsgeschäft geheirat habe mit einem schönen jungen Weibel. Dass dein Kanonier so schlecht sein kann und mit einer anderen anbandelt, das hätte ich mir nicht gedacht. Oh, arme Resel, es grüßt dich von Herzen, dein Toni. Was willst du streichen? Nein, alles. Wir schon ziemlich der Beinigel, der ist kurz, du bist nicht okay, gut. Beinigel. Wut. Also nachdem ich gegen das Banauchsche Timbre in der Interpretation von Hermito von Doderer nicht ankomme, jetzt nur ein kurzes Stück von Doderer in der Stimme des Meisters selbst. Ich habe ihn freilich nicht mehr erlebt, aber dank der Technik dieses Wunders, der Schallaufzeichnung, habe ich ihn im Ohr und auch im Hirn irgendwie. Der Peinigel. In der Münchner Leopoldstraße erhielt im April des Jahres 1923 ein ungewöhnlich großer und breiter, durchaus athletisch gebauter Mann, der mit gesenktem Haupte nachdenklich dahinging, unvermutet 2 kräftige, klatschende Ohrfeigen. Der sie verabreichte, hatte bei jeder einen Luftsprung machen müssen, so klein war er, fast ein Zwerg, mit einem schmalen, blassen Gesichtlein und kümmerlichen Körpers. Die Wut des Getroffenen
der wohl ein gutmütiger Riese zu sein schien, verrauchte fast ganz. Als er solcher Spärlichkeit ansichtig wurde, er beugte sich zu dem winzigen alten Mann hinab und sagte nichts als: He, wo so ist denn? Der Kleine aber, sich hochreckend, so gut er es nur vermochte, spitzte den Mund und spuckte mitten in das Gesicht, welches sich ihm näherte. Dadurch denn endlich doch gereizt, packte der Bespuckte ihn am Genicke und hob ihn sich aufrichtend in Augenhöhe, um das Wesen näher zu betrachten. Dieses jedoch ließ jetzt alle Gliedmassen hängen, wie es Katzen mitunter machen, die man am Genick nimmt, und miaute kläglich. Dem großen und starken Mann wurde es nun zu dumm, und er warf das Geschöpf kurzerhand über ein hier entlang laufendes hohes Parkgitter und zwischen die Büsche. Sofort aufspringend rannte der Peinige, denn ein solcher war es, ins Haus. Ein Peinige ist immer von so kleiner und im Ganzen beutelförmiger Gestalt. Man hat welche und stark behaarte gesehen, die mit größter Geschwindigkeit dicht befahrene Straßen kreuzten, indem sie blitzschnell nicht nur knapp vor den herankommenden Wagen hinübersprangen, sondern diese sogar unterliefen und zwischen den Rädern durchschlüpften. Ja. Im Hause hinter dem Garten wohnte die Familie Pepelka. In München nannte man sie Pepelka. Es gelang dem Peinigel sogleich, sich in dieselbe tief einzubohren. Mit dem Erfolge, dass 3 Wochen später alle Mitglieder der Familie Pepelka nicht nur miteinander schwer zerstritten waren, sondern einander bald bei jeder Gelegenheit ohrfeigten, bespuckten und mit Füßen traten, ja, sich gegenseitig alles Erdenkliche auszureißen versuchten. Nie aber ist im Hause Pepelka jemand auf den an sich naheliegenden Gedanken verfallen, alle Feindseligkeiten innerhalb der Familie kurzerhand beizulegen und weitere zu unterlassen, den Peinigel jedoch über das Parkgitter auf die Straße zu werfen. Seine Stellung war vielmehr eine gesicherte. Er war hier längst Hausmeister geworden. Seine Herkunft durch Wurf über den Zaun war und blieb vergessen. So schleppten sich denn die Unglücklichen voll Gift, Galle und wechselseitiger Feindschaft noch viele Jahre durchs Leben. Wir haben beschlossen, aus Zeitgründen das ein oder andere zu streichen, aber das nächste Stück von Roda Roda möchten wir euch nicht vorenthalten. Manche Dinge ändern sich nie oder doch? Der alte Österreicher. Schnaps. Gehöriger Menge genossen. Entzündet im österreichischen Hirn die Erleuchtung. Ich lebe ein typisches Schicksal, murrte der alte Petzold, als er sich mit tiefem Rülpsen schnappen legte. Im Kater des Morgens zog dann sein ganzes Leben an ihm vorüber. Er war in der allerfernsten Provinz geboren, wirklich der
fernsten Franz-Josefs-Land. Um 1872 hatte der Graf Wilczek, ebenfalls ein guter Österreicher, Gott hab ihn selig, ein Freund der Künste, echter Kavalier, aber auch ein wahrer Volksmann, hochgebildet und tolerant. Er hat immer gesagt, eine anständige, hübsche Jüdin ist mir lieber als ein christlicher Wucherer. Überhaupt ein sehr feiner, fortschrittlicher Herr. Was wollte ich eigentlich sagen? Um 1872 also hatte Graf Wilczek eine Nordpol-Expedition ausgerüstet mit der alten Fregatte Tegetow. Die Führer waren auch wieder gute Österreicher, Peier und Weibrecht. Sie entdeckten nördlich von Spitzbergen Land, Franz Josefs Land, und hätten sicherlich auch den Nordpol aufgefunden, aber man weiß ja, wie es österreichischen Expeditionen zu gehen pflegt. In Franz Josefs Land erlegten sie eine Eisbärin. Eben Petzolds Mutter. Den jungen Petzold aber, wie ein Muff war der anzusehen, nahmen sie mit und brachten ihn nach der KK-Menagerie Schönbrunn. Er hatte seine Mutter nicht gekannt und nicht die Freiheit. War ja noch so hundsjung und weich und wollig. Dennoch empfand er die ersten Zeiten schwer. Man redet immer von der goldenen, sorgenlosen Kindheit. Abgefeimte Lüge. Hatte der kleine Mensch auch nur kleine Sorgen. Für seine ungewappnete Seele sind es fürchterliche Drücke, Eindrücke. Und nie mehr später lastet das Leben so schwer und auf einem wie in den Knabenjahren. Oh, wenn Petzold an die Zuchtrute denkt des KK-Feldwebels und Tierwendigers Wokurka. An diese primitive Art erarischer Waisenerziehung heute noch krampft sich sein Herz im Groll zusammen. Und es war der erste Sonnentag in des Jünglings Petzold-Leben, als man ihn endlich den ersehnten eigenen Käfig anwies. Nummer 170. Hinten im Anbau links, dem KK-provisorischen Eisbär-Eleven Sigmund Petzold aus Franz Josefs Land. Seine Amtsstunden waren von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends ununterbrochen. Nur im Winter schloss man um 6. Er hatte am zu stehen, wie es von Wokurka gelernt hatte, und die Partei abzufertigen. Tat es rastlos. Nach einem Jahr rückte er in den Status der definitiven Hofbeamten auf. Gott, er schwelgte ja auch nicht jetzt im Überfluss. Die Gebührnisse waren gering. 5 Pfund Rossfleisch täglich. Freitags gab es gar nichts. Man kann nicht leicht Raubtier sein bei einer so streng katholischen Nation. Immerhin erfreute sich seines sicheren Auskommens von Hofluft umweht. Man war jemand, konnte die Besuche nach Belieben warten lassen, anbrummen und schließlich auf das Gröbste verscheuchen.
Einmal, das ist Petzolds liebste Erinnerung, kam der hochselige Erzherzog Otto, damals noch ein Knabe, an Petzolds Schalter und unterhielt sich leutselig mit dem Untertanen, gerade wie mit seinesgleichen. Ein bezaubernder Junge, der Hochselige. Nächstens brachte Prinz Otto seinen Bruder mit, den Franz Ferdinand. Und um ein Haar wäre es Petzolden schlimm ergangen, Weiland Erzherzog Franz war schon als Knabe ein passionierter, weitgereckter Jäger. Er schlug eifrig vor, Petzolden auf einen Baum zu hetzen und herunterzuknallen. Der Erzieher, ein Rittmeister, war sofort einverstanden. Zum Glück erlaubten es seine Durchlaucht nicht. Der Herr Obersthofmeister. Im Laufe der Jahre erschienen noch gar oft Prinzen und Prinzessen am Petzolds Käfig, immer natürlich von ihren Ayas und Erziehern geführt. Petzold könnte stundenlang davon erzählen. Mit Rührung gedenkt er des süßen Erzherzogs Rainer Maximilian, des Hubert Salvator und besonders der niedlichen Prinzessin Pia Monika Annunziata. Die Ayas und Erzieher sorgten schon, dass die kleinen kaiserlichen Hoheiten nicht vor dem Affenhaus stehen, wo man nur Schlimmes lernen kann. Überhaupt brachte man die Jungen in höchsten Herrschaften stets an die Gipfel der mehr behaarten Tiere. Als Hofbeamter durfte Petzold selbstverständlich kein Geschenk annehmen. Dem Publikum war mittels öffentlichem Anschlags untersagt, die Funktionäre der Menagerie durch Angebote von Nahrungsmitteln in Versuchung zu führen. Ja, schon jede unziemliche Annäherung an die Schalter war den Besuchern verboten. Da war es eine freudige Stunde für sie und Petzold, als er die Nachricht von seiner Ernennung zum KK-Vize-Obereisbär. Nun wird es ein halb Pfund mehr Rossfleisch täglich geben. Sichtlich hatte er die außerordentliche Beförderung aus allerhöchster Gnade der Fürsprache seiner hohen Beschützer zu verdanken. Er war ja nun auch nicht mehr der Jüngste. Sein Haupthaar hatte sich in jahrzehntelanger unausgesetzter Amtstätigkeit gelichtet. Wenn ergrauende Schläfen sein Alter dem oberflächlichen Beschauer noch nicht verrieten, eben nur, weil er weiß von Natur Doch gerade jetzt strahlt neuer Glanz und Schönheit. Seine Majestät Kaiser Franz Josef, gebeugt vom Gram furchtbarer Familientragödien, zermürbt von Regierungssorgen, hatten allergnädigst geruht, allerhöchst ihren Sejour endgültig nach dem Barockschloss Schönbrunn zu verlegen. Majestät waren ein Frühaufsteher. 5 Uhr morgens schon begannen die Ministerempfänge. Seine Exzellenz, der Herr ungarische Minister, kamen gewöhnlich direkt aus dem Puff
Zum allerhöchsten Vortrag. Um 6 allmorgendlich, keine Minute zu früh, keine später, traten Majestät nur mit einem Generalsinterimsröck und der Jatschewitsch-Hosen bekleidet am Petzolds-Käfig. Da hieß es sich sputen, dass man rechtzeitig in Toilette war. Der allerhöchste Herr dachte sehr streng in diesem Punkt. Wehe, wenn der Pelz blank gebürstet war und die Krallen nach Adjustierungsvorschrift genau ein Wiener Zoll eine Linie geschnitten. Doch wie zufrieden andererseits lächelte das scharfe Herrscherauge, wo es Ordnung und Gehorsam fand. Petzold verwahrt im Schrein seines Gedächtnisses viele huldvolle Worte allerhöchster Anerkennung. Schön, schön, es hat mich sehr gefreut. Immer weiter so, einige Male sogar. Herrliches Wetter heute. Nur einmal war Petzold nah daran, der kaiserlichen Huld verlustig zu werden. Und das war so. Der Monarch war ungewöhnlich herablassend und sichtlich famoser Laune, hatte nicht nur alle drei oberwähnten Sätze hintereinander aus allerhöchstem Mund zu äußern geruht, sondern auch darüber hinaus: Man werd ja alt, mein lieber Petzold. Diese huldvolle Bemerkung gab Petzold den Freveln Mut ein, um eine kleine Gnadengabe für das herannahende Greisenalter aller Submissest bittlich zu werden. Der Kaiser wandte sich rasch ab mit den Worten: Mir bleibt doch auch nichts Erfahrtes. Ein Ausspruch, der dann von den Zeitungen entstellt und weithin verbreitet wurde. Doch haben Majestät ihren Petzold die Kühnheit weiter nicht verübelt. Es brach der Krieg herein und mit ihm unheilvolle Zeiten. Nun zeigte sich der Kaiser kaum je mehr im Park. Man sah allerhöchst denselben nur mehr manchmal am Schlossfenster betend für das Heil seiner zahlreichen Völker. Bekanntlich ist allerhöchst sein Flehen indessen, was die Deutsch-Österreicher anbetrifft, nicht an das Ohr des Höchsten gedrungen. Schon nach den ersten Monaten des Krieges wurde das Fleisch knapp. Richtiger, es gab Fleisch, Rossfleisch in Fülle auf den Schlachtfeldern Galiziens. Doch Kraft der österreichischen Stamperei gelangte es nicht nach Wien. Oh, Petzolden troff manchmal das Wasser aus den Lefzen, wenn er im Generalstabsbericht von den Niederlagen der Kosakenwehre las. Noch war Frieden mit Italien und es gab Apfelsinenschalen. Anfangs mochte ja Petzold hinlangen, wenn die Kinder ihm sie zuwarfen. Doch nach dem vegetarischen Beispiel des Kerberlöwen im Käfig gegenüber verwandt er bald seinen Widerwillen. Wozu jene grausen Hungerjahre im Geist noch einmal heraufbeschwören? Es ballte sich ja dreuend Entsetzlicheres, der Zusammenbruch. Niemand dachte
Stadtern den Verpflegungsstand der KK Hofmenagerie Schönbrunn. Es kam der rote Schrecken, die Republik, der Frieden, der Ersparungskommissar, der Völkerbund. Diese trostlosen Läuften hat sich Petzold die Zähne an den Gitterstäben ausgebissen, die Augen fast blind geweint, ist in schlaflosen Nächten ein dürrer, ruppiger Kreis geworden. Wieder eines Tages traf ihn das schwärzeste Los. Im 48. Jahr der für die Pension anrechenbaren Dienstzeit mit dem Rang eines Hofbären zweiter Titular erster Klasse war er abgebaut. Man gab ihm Abfertigung nach Paragraf 115 und stieß ihn auf die Straße. Ja, was sollte er nun in seinen späten Tagen? Das Jagen hatte er nie gelernt. Seine Instinkte bei so langer Tätigkeit im warmen Büro längst verschwitzt. Donau nach Nahrung suchen, hätte er es selbst gekonnt. Wer bezahlt die Fischkarte? In die Heimat wandern? Wer schreibt ihm einen Pass? Den Bürger von Franz Josefs Land? Woher das Reisegeld? Das Ende des Bären Sigmund Petzold ist rasch erzählt. Er trieb sich elend, jammervoll umher, planlos und verzweifelt. Sein Pelz wurde immer zausiger. Ein neues Gesetz verbot ihm sogar, sein wohlerworbenes Adelsprädikat von Schönbrunn zu führen. Er bettelte um Arbeit, um Brot, zuletzt um Almosen vor den Hotels der inneren Stadt. Solange distinguierte Fremde nach ihm kamen, brachte er sich einigermaßen durch. Die Skandinavier und Lappen pflegten ihn mitleidig reichlich zu beschenken. Doch die Lappen blieben allmählich aus. Es war ihnen zu teuer und zu kalt im Winter. Einmal lernte er den Redakteur Dietrichstein vom neuen Wiener Journal kennen. Der sah auch so schäbig aus. Dietrichsteins Anregung sog Petzold an seinen Tatschen und schrieb Erinnerungen nieder an die verbliebenen Habsburger. Dafür bekam er einiges Honorar, Papierkronen. Er konnte die Aufsätze sogar zu einem Buch sammeln. So merkten die kaiserlichen Flügeladjutanten, dass sich Geld aus Erlebnissen schlagen lässt, besannen sich, schrieben gleichfalls Bücher. Sigmund Petzold war von der Schmutzkonkurrenz an die Wand gedrückt. Die Verhältnisse gestalteten sich immer trauriger. Rossfleisch erschwinglich nur mehr für die oberen 10.000. Petzolds einziger Anzug, mottig und verschlissen. Noch versuchte er es als Chauffeur. Dazu war er durch sein Äußeres wie geschaffen. Doch bald mochte auch niemand mehr einen so
mottigen Chauffeur. Als er nun gar so wüst herumherstrolchte, sprach im ersten Stock am Fenster eine junge, reiche Frau zu ihrem Mann: Schau den Alten da unten, es ist zum Erbarmen. Dabei merkt man, er muss bessere Tage gesehen haben. Der Pelz war doch einmal schön. Der Mann darauf: Meinst du den Zottigen dort? Wahrscheinlich Hofrat oder General. Lässt die Schultern hängen, gerade wie Franz Josef. Das ist die Haltung der ganz vornehmen Schönbrunnenblick. Gönnazi, Scherzl, willst du nichts für ihn tun? Der reiche Herr sann nach und murmelte: Eigentlich kann man so einen alten Aristokraten und Trottel mit seinen Verbindungen brauchen. Für alle Fälle. 10 Minuten darauf war Sigmund Petzold Schönbrunn Verwaltungsrat einer sehr anrüchigen Aktiengesellschaft. Verwaltungsrat. Als er nun immer noch lumpiger wurde, denn man altert und der Pelz lässt im Frühjahr flocken. Als er gar so gräulich, gelb, unappetitlich aussah, sagten sich die Leute: Dieser alte Filz, der nie einen Groschen sehen lässt, so wenig auf sein Äußeres hält, der muss ja Milliarden erspart haben. Man lud ihn ein zu Spes, um ihn sich warm zu halten. Man amüsierte sich, nannte es seine Note, wenn der Geizkragen in seiner scheußlichen Combination kam, mächtig fraß und die Dienerschaft um das Trinkgeld blitzte. Die Dienerschaft vor allem fand, der müsse unermesslich reich sein. Ein Legendenkranz wob sich um sein Vermögen. Als die Bank der größten Kartoffeln einen Präsidenten brauchte, wer war geeigneter als der knickerige Bär, der selbst so viel Geld hatte, nichts davon wusste, an nichts davon anrührte. Er wurde Bankpräsident. Und als die Bank verkrachte, kam er vor das Landesgericht. Als Präsidenten steckte man ihn auf 10 Jahre ins Gefängnis. Halleluja! Nun ist er am Ziel seiner Wünsche, genau wie einst im Käfig ist er versorgt, hat seine Ruhe und lebt hübsch auf Staatskosten. Also wir kürzen, Die Frist ist um. Nein, zwei haben wir noch. Das, du musst noch einmal, Martin, du musst noch einmal. Und eine kurze habe ich auch noch. Wir haben immer, das ist eine Tradition, immer eine Betrachtung über Demokratie und die Wahlen dabei. Wer sich erinnert, das letzte Mal über die Wahlen von Alfred Olger, diesmal angesichts der bevorstehenden Landtagswahlen in Niederösterreich, eine Betrachtung über das Wesen der Wahlen, der Landtagswahlen von Hugo Wiener. Demokratische Staatsmänner sind Diktatoren gegenüber im Nachteil, weil sie nicht nur Politik machen, sondern auch Wahlen gewinnen müssen. Das ward mir unlängst wieder klar anlässlich einer Landtagswahl. Meine Frau und ich sind stolze Besitzer eines Landhauses in einem österreichischen Bundesland, das wir nicht näher nennen müssen.
Wir hatten Wahlen, es waren Landtagswahlen und als Grundbesitzer sind wir natürlich wahlberechtigt. Schon wochenlang vor der Wahl lächelten die Kandidaten der Großparteien von allen Plakatwänden. Sie schmuggelten sich mittels Postwurfsendungen in unseren Briefkasten, sie sprachen aus unserem Radioapparat und sie erschienen auf unserem Fernsehschirm. Und das alles, ohne uns vorher gefragt zu haben. Und sie machten es einem nicht leicht, besonders dann, was das Fernsehen betraf. 17.30 Uhr Porträt Anton Riedl, Kandidat der Linken. 18.30 Uhr Porträt Anton Schmiedl, Kandidat der Rechten. 19.30 Uhr Zeit im Bild, Riedl und Schmiedl über ihre Pläne. Wir schauen zu. Riedl kommt in die Kleinstadt, Frauen und Männer jubeln ihm zu, die Schützenkapelle spielt, Kinder überreichen Blumen, Riedl, sichtlich gerührt, hält eine kurze Rede und fährt ab. 10 Minuten später, Schmiedl kommt in die Stadt, Frauen und Männer jubeln ihm zu, die Schützenkapelle spielt, Kinder überreichen Blumen, Schmiedl, sichtlich gerührt, hält eine kurze Rede und fährt ab. Ich hatte genug, gehen wir ins Kino, sagte ich zu meiner Frau. Als wir ankamen, begann gerade die Wochenschau. Riedl kommt in eine Kleinstadt, Frauen und Männer jubeln ihm zu, die Schützenkapelle spielt, Kinder überreichen Blumen, Riedl, sichtlich gerührt, hält eine kurze Rede und fährt weiter. Werbeblock. Anschließend, Schmiedl kommt in eine Stadt, Frauen und Kinder jubeln ihm zu, die Schützenkapelle spielt, Kinder überreichen Blumen, Schmiedl, sichtlich gerührt, hält eine kurze Rede und fährt ab. Die Luft war voller Reden, die Reden waren voller Luft. Meine Frau war für Riedl, er war telegen, jovial, man konnte ihm ein gewisses väterliches Image nicht absprechen. Auf mich wirkte Schmiedl sehr vertrauenerweckend. Warum willst du eigentlich nicht Schmiedl wählen, fragte ich. Ach, schau dir doch seine Frau an, sagte meine Frau, diese Frisur. Ich wusste nicht gleich, was die Frisur einer Frau mit den politischen Fähigkeiten ihres Mannes zu tun hat. Da aber meine Frau immer recht hat, wird es auch diesmal so gewesen sein. Am nächsten Abend freilich hatte Frau Schmiedl eine andere Frisur und meine Frau schwenkte um. Leider trug Schmiedl eine unmögliche Krawatte an diesem Abend, worauf meine Frau ihre politische Meinung wieder änderte. Der Wahltermin kam näher und wir wussten noch immer nicht, für welchen der beiden Kandidaten wir uns nun entscheiden sollten. Sagte Riedl etwas, das wir für gut hielten, sagte Schmiedl etwas Besseres. Sagte Schmiedl etwas, was wir für schlecht hielten, sagte Riedl etwas Schlechteres. Gingen wir auf der Straße und drückte man uns ein Foto von Riedl in die linke Hand, hatten wir in der rechten schon eines von Schmiedl. Wir waren ganz konfus. Meine Frau entschied sich schließlich für Riedl. Ich beschloss, meinen Anwalt, den Dr. Robinson, zu befragen. Er war ein kluger Kopf und konnte mir sicherlich guten Rat erteilen. Hören Sie mal, Herr Doktor, sagte ich. Ich weiß nicht, wen ich wählen soll. Ich kenne die beiden Kandidaten nicht. Daraufhin sagte Dr. Robinson zu mir, ich weiß es auch nicht, ich kenne beide. Nun, ich ging in mein Stammcafé. Unterwegs beschloss ich, das Schicksal entscheiden zu lassen. Ich zählte an meinen Knöpfen ab, Riedl, Schmiedl, Riedl. Der vierte Knopf war abgerissen. Das brachte mich nun in ein schweres Dilemma. Sollte ich den vierten Knopf zählen lassen oder nicht? Als aufrechter Staatsbürger beschloss ich, ihn für ungültig zu erklären und somit den Kandidaten meiner Frau zu wählen. Aber das heißt, warum eigentlich? Ich könnte genauso gut mit Schmiedl beginnen, dann würde Schmiedl, Riedl, Schmiedl auf dem dritten Knopf landen, Schmiedl. Und das tat ich denn auch. So entschieden ging ich ins Kaffeehaus. Dort wurde schon eifrig politisiert. Eisig, Zeisig, Knoll und Poll stritten über die Vorzüge und Fehler der Kandidaten. Ich wähle Schmiedl, rief ich mutig. So, sagte Zeisig, Eisig, ich habe immer gewusst, dass sie dumm sind. Aber für so dumm hatte ich sie nicht gehalten. Warum denn dies? Fragte Eisig, Zeisig. Wenn man Schmiedl wählt, muss man also dumm sein. Ich wähle ihn auch. Da mischte sich Knoll ins Gespräch. Sie, sagte er verächtlich, Sie sind mir ja ein Gehirn, Lilliputaner. Eisig sprang auf. Und Sie, schrie er, wissen Sie, was Sie sind? Ich ging, ich hatte genug gehört. Ich wollte nicht wissen, was Knoll war.
Alle, die es damals gleich erfahren haben, sind nämlich für den 4. des nächsten Monats als Zeugen bei Gericht bestellt. Nun, der Wahltag kam, ich ging in das Wahllokal. Während ich dort noch Schlange stand, blickte ich durch das Fenster auf die gegenüberliegende Straße und da sah ich etwas Neues. Drei Plakate. Links das bekannte Plakat der Linken mit Riedels Kopf und dem Text »Riedl ist der Richtige«. Rechts das Plakat der Rechten mit Schmiedels Kopf und dem Text »Schmiedl ist der Rechte«. Aber in der Mitte ein Plakat mit dem Text schlicht und einfach »Hornig ist der Beste«. Also ging ich hin und wählte Hornig. Als ich es am Abend meiner Frau erzählte, erfuhr ich, dass ich eine neue Kaffeemarke gewählt habe. Und nun zum Höhepunkt, zu meinem absoluten Höhepunkt. Ich habe mich in diese Stelle verliebt, als ich sie im Sommer gelesen habe. Es ist aus einem tschechischen, einem böhmischen Roman, also erweiterte österreichische Literatur, tschechische Literatur. Ein unglaublich charmanter Roman von Josef Skorwetschki, eine prima Saison. Unglaublich charmant, ironisch, witzig, obwohl in dunkler Zeit spielen. 1942, 43 spielen Reichsprotektorat Böhmen und Mähren. Die Nazis in Deutschland, SS3, Reinhard Heydrich, führt mit brutaler Gewalt die Geschäfte, bringt eine Menge Tschechen um. Triste Zeiten, aber der Hintergrund, eine Gruppe von 16-, 17-jährigen Burschen, denen die Großwetterlage, die politische Lage herzlich egal ist, interessiert sich genau für zwei Dinge. Für die Jazzmusik und für die Mädchen. Ja, Hitler, Heydrich, die Nazis sind ihnen vollkommen egal. Jedoch, ihr wisst, Jazz war in diesen Zeiten damals verpönte Musik. Nun, man will einen Jazzabend geben, muss aber bei dem lokalen Nazi-Größe das Programm vorlegen. Man will Jazz spielen, nicht? Entartete Musik. Man muss aber durch die Zensur. Josef Skorwetschki, eine prima Saison. Na also, sagte der Herr Regierungskommissär kühl, sehr unfreundlich. Haben Sie es gelesen? Mit gewichsten Stiefeln und in SA-Uniform stand er breitbeinig neben seinem riesigen Schreibtisch. An der Wand rechts von ihm hing sein Führer, sehr realistisch dargestellt und genauso unfreundlich. Ich saß auf einem niedrigen Besucherstuhl und hielt Jarkas Libretto in der Hand, das ich, um eine Genehmigung zu kriegen, gemäß den Richtlinien für kulturelle Tätigkeit im Protektorat Böhmen und Mähren ins Deutsche übersetzt hatte, das ich dank Herrn Lehrer Katz beherrschte. Die Genehmigungsinstanz war der Herr Regierungskommissar Kühl. Jawohl, sagte ich. Lesen Sie es laut. Ich nahm das Libretto und las. Es war ein Gedicht von Witteslaw Neswar, aber Jarka, eingedenk der Richtlinien für kulturelle Tätigkeit im Protektorat Böhmen und Mähren, gab es für sein eigenes aus. Während ich es laut vorlas, leuchtete mir langsam ein, dass das Gedicht in meiner Übersetzung seltsam klang. Es ließ den Verdacht auf reichsfeindliche Unverständlichkeit aufkommen. Ich las ziemlich monoton vor. In der Kanzlei dreifache Kapelle spielt, um zu tanzen. Ein Fuß aus Papier ist gefüllt mit blauen Karpfen. Die Forellen und die Bluten der Bäume tanzen fröhlich für Kraft und Freude. Na also, fragte der Herr Reichskommissär äußerst unfreundlich. Ein gutes Gedicht ist das nicht, sagte ich auf Deutsch. Ganz bestimmt nicht. Aber reichsfeindliche Formulierungen, bitteschön, ich weiß nicht, aber mir scheint, es sind keine drin. Keine, sagen Sie? Keine?
Der Regierungskommissär Kühl wippte in seinen Stiefeln und schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. Und was soll das hier heißen? Gefüllt mit blauen Karpfen? Das ist, bitteschön, eine Metapher. Wissen Sie, was gefüllter Fisch ist? Schrie der Herr Reichskommissär. Bitteschön, das... Ich wusste es genau. War ich manchmal zu früh in die Deutschstunde von Herrn Lehrer Katz gekommen, war gerade noch dabei gewesen, besagten Fisch zu essen. Er hatte mich immer kosten lassen und mich auch immer mit den gleichen Worten belehrt. Gefällt Fisch, Daniel? Das ist eine traditionelle Speise der osteuropäischen Juden. Sehr schmackhaft. Schmackhaft kam es mir nicht vor, doch in der momentanen Situation fiel das nicht weiter ins Gewicht. Der Herr Reichskommissär war wegen diesem Fischchen einer Sabotage auf der Spur. Gefüllter Fisch, sagte er herrisch, ist eine widerwärtige jüdische Speise. Was hat eine jüdische Speise in einem Libretto zu suchen, das man mir zur Genehmigung vorlegt und dazu noch in Verbindung mit Kraft durch Freude? Tja, ich wollte vor ihm den Charleston, ein im Originaltext gebrauchtes englisches Wort, verheimlichen und so hatte ich es dummerweise mit Kraft durch Freude ersetzt. Ich hatte das nicht bedacht beim Übersetzen. Kühl durchbohrte mich mit seinen ziemlich kleinen, aber arg stechenden Äuglein. Im Stillen sagte ich mir die originalen Verse vor. Im Büro spielt eine dreifache Jazzband zum Tanz. Ein Fluss aus Papier ist voll blauer Fahnen. Karpfen, Forellen und Blüten der Bäume tanzen fröhlich zum Charleston. Was hätte ich damit machen sollen? Und was ist mit dem Fuß? Fragte Kühl düster. Was für ein Fuß, bitteschön? Der aus Papier! Warum aus Papier? Ich suchte erschrocken den Papierfuß in meiner Übersetzung. Soll das etwa ein deutscher Fuß sein? Und Sie denken, er ist aus Papier? Nein, nein, ganz bestimmt nicht, bitteschön. Wo der einmal hintritt, dort wächst kein Gras. Ich meine, er bleibt dort stehen, wie. Der Führer hat es gesagt, sagte Kühl aufbrausend. Wie ist es denn möglich, dass er aus Papier ist? Und warum ist der Fuß aus Papier voll gefüllter Fische? Der Herr Reichskommissär verfügte über sehr gute Assoziationsfähigkeiten. Netzwahl hätte sich über ihn gefreut. Im Moment war er aber keine Freude für uns. Was sind denn das für Symbole? Sind Sie etwa meine tschechischen Herren aus dem Talmud? Ganz bestimmt nicht, den Talmud habe ich nie gelesen. Oder vielleicht doch schlimmer, sagte der Herr Reichskommissär sehr finster. Ist das etwa entartete Kunst? Um Gottes Willen, er kannte sich sogar in den Parteibroschüren aus. Ganz bestimmt nicht, behauptete ich mit fester Stimme. Nein, was ist zum Beispiel das hier? Er riss mir das Libretto aus der Hand und trug mit Widerwillen vor. Die Bluten der Bäume tanzen fröhlich. Er ließ die Hand mit dem Manuskript sinken und durchstach mich wieder mit den Stecknadeln seiner Augen. Die Bluten, stellte er fest, eine Mehrzahl von Blut gibt es nicht. Ist das etwa als Anspielung auf Blut und Boden gedacht? Eine raffinierte tschechische Anspielung, meine Herren. Eine Neuformulierung aus Blut und Boden. Bluten. Woher kam nur seine phänomenale linguistische Begabung?
Hat er etwa Morgenstern gelesen? Den hatte Benno einmal aus der Bibliothek seines Vaters angeschleppt. Der hatte in seinen Gedichten auch solchen Unsinn. Jarka neben mir zischte. Bitte? Was wollen Sie? Schnauzte ihn der Herr Reichskommissär an. Bitte, sagte Jarka, das ist ein Fehler. Einer Fehler, was? Wiederholte der Herr Reichskommissär höhnisch. Ein Fehler, mein Herr. Wenigstens ihr Studenten, könntet richtig Deutsch lernen. Und was für ein Fehler soll das sein? Es soll ein Umlaut sein, sagte Jarka. Bliete. Nicht bluten. Ich blickte in den Text und einige der Quellen von Kühls Assoziationen wurden mir klar. Finster betrachtete Kühl den Text. Na gut, also Blüten, kein Blut, aber der Fuß aus Papier ist immer noch da. Da sah ich den zweiten Fehler. Das soll Fluss sein, kein Fuß, rief ich aus. Das ist ein Tippfehler. Fluss, kein Fuß. Machte Kühl und war sehr unzufrieden. Dann fing er an, mit seiner unangenehmen Stimme vorzutragen. In der Kanzlei dreifache Kapelle spielt, um zu tanzen. Ein Fluss aus Papier ist gefüllt mit blauen Karpfen. Die Forellen und die Blüten der Bäume tanzen fröhlich für Kraft durch Freude. Sind jetzt keine Fehler mehr drin? Fragte er. Doch, bitte. Ich verglich seine Fassung mit der tschechischen Vorlage. Im zweiten Vers wurde ausgelassen, dass der Fluss aus Papier voll von blauen Fahnen ist. Und so bezieht sich gefüllt nicht auf Fische, sondern auf die blauen Fahnen. Warum blau? Ach, nur so, es ist eine fröhliche Farbe. Es hängt zusammen mit Kraft durch. Und warum Fluss aus Papier? Haben Sie dabei etwa an die deutsche Administration im Protektorat Böhmen und Mähren gedacht? Ich, verzweifelt überlegte ich, ich habe es nicht geschrieben. Hast du den Fluss aus Papier? Ich wandte mich an Jarka. Hast du dabei an die deutsche Administration gemeint? Nein, sagte Jarka. Er hat nicht, übersetzte ich. Und was hat er damit gemeint? Das verstand Jarka und sagte, das ist ein dichterischer Bild. Also den dichterischen Bild? Entschied Kühl mit menschenfressender Ironie, werden Sie ändern. Jawohl, sagte Jarka. Und die Karpfen, sagte ich, beziehen sich nur auf Tanzen fröhlich. Das ist auch ein Fehler. Daher taucht in dem Gedicht keineswegs eine Anspielung auf gefüllten Fisch auf. Es zeigte sich aber, dass ich zu eifrig war. Kühl brüllte. Wenn Karpfen fröhlich tanzen, mein Herr, dann schmälern Sie das Programm des Führers für die Erholung der Arbeiterschaft. Karpfen und Forellen tanzen aus Freude am Leben. Sollen etwa Karpfen und Forellen die deutschen Arbeiter sein? Mir wurde klar, dass die nationalsozialistische Seele von Mystizismus durchdrungen war und alles in vielerlei Bedeutungen wahrnehmen konnte. Das ist auch ein Fehler, bitte, erklärte ich. Ich habe nicht gewusst, wie ich das übersetzen soll. Mir haben die Worte gefehlt. Was für Worte? Im Original steht die Bezeichnung für den Tanz, den die Karpfen und die Forellen tanzen. Originalbezeichnung. Wörtlich könnte man es als Karl-Tanz übersetzen, aber in Deutschland gibt es diesen Tanz nicht. Ist das ein tschechischer Tanz? Ja, bitte. Das gibt es nicht, dass in Deutschland einen Tanz nicht gibt, wenn es ihn im Protektorat Böhmen und Mähren gibt. Den gibt's bestimmt, aber ich weiß nicht, wie er auf Deutsch heißt.
Beherrschen Sie den Tanz? Fragte der Herr Reichsmann. Jawohl. Sie auch? Wandte er sich an Jarka. Jarka sah mich an und sagte ebenfalls, jawohl. Tanzen Sie ihn vor und ich sage Ihnen, wie er auf Deutsch heißt. Jetzt saßen wir in der Patsche. Wir konnten ihm doch nicht einen Charleston vorführen. Er würde sofort erkennen, dass es ein nicht-arischer Tanz ist. Ja, wir sollen ihm den Tanz zeigen, sagte ich halblaut zu Jarka. Ich habe ihn schon verstanden, aber was sollen wir ihm vortanzen? Irgendetwas, egal. Dann fiel mir was ein. Klatsch dabei auf die Oberschenkel. Der Reichskommissär lehnte sich mit seinem Hintern gegen den Tisch und verschränkte die Arme vor der Brust. Wir standen auf, stellten uns einander gegenüber. Einen Moment lang wussten wir nicht, wie wir anfangen sollten. Und so stampfte ich einmal auf, schlug mir dabei auf die Oberschenkel und mit elefantenähnlichen Hopsern drehte ich mich um die eigene Achse. Jarka machte es genauso. Dabei schlugen wir uns auf die Oberschenkel. Als wir einander wieder gegenüberstanden, klatschten wir die flachen Hände gegeneinander. Ich hoffte, dass es völkisch genug aussah. Und nicht jüdisch negroid. Ländler! Entschied der Herr Reichskommissär trocken. Schreibt Ländler hin. Aber es dürfen keine Karpfen und Forellen drin vorkommen. Ja, bitte, wir werden es ändern. Schreibt die Burschen und die Mädels, befahl der Herr Reichskommissär. Und der Fluss ist nicht aus Papier, er wird blau sein und die Fahnen braun. Er sah aus, als beruhigte er sich allmählich dafür, erwachte wohl eine latente Kreativität in ihm. Jawohl, sagte ich, nahm einen Stift raus und schnell nutzte ich seine sich deutlich bessernde Stimmung aus. Die dreifache Kapelle, sagte er ziemlich gütig, ist wahrscheinlich auch ein Übersetzungslapsus. Oder der Herr Dichter dachte sich, es sei originell. Das ist kein dichterisches Bild, sondern Unsinn. Ja, macht Streichkapelle draus. Oder besser noch Blaskapelle. Ich strich fleißig durch und schrieb noch. Es machte mir plötzlich Spaß und ich setzte sogar noch ein paar eigene Verbesserungen durch. Jarka saß nur da und sagte lieber gar nichts mehr. Nach einer Viertelstunde war der Herr Reichskommissär mit dem Gedicht zufrieden. Er nahm das Libretto erneut in die Hand und trug mit gar nicht mehr finsterer, eher zufriedener Stimme vor. Im Walde eine Blaskapelle spielt zum Tanz. Der blaue Fluss spiegelt die braunen Fahnen. Burschen und Mädels unter den blühenden Bäumen tanzen fröhlich den volkstümlichen Ländler. Er stand auf, schaute zufrieden ins Libretto, beinahe lächelte er. Mein Gott, also hatte die Poesie doch tatsächlich irgendeine Macht, wie der Herr Professor von Dichowski immer geschwärmt hatte. Er war zwar schwach, was die Wissenschaft betraf, denn als damals die Universitäten von den Deutschen geschlossen worden waren, war er erst im dritten Semester gewesen und jetzt in der Schule trug er lieber Gedichte vor, statt uns zu prüfen. Er behauptete, die Poesie könne sogar einen verbitterten Charakter aufhellen. Bereits die alten Griechen hätten das gewusst. Doch wie der Charleston von Netzwahl den Herrn Reichskommissar Kühl zu einer Katharsis getrieben hatte, das war schon bemerkenswert. Das Gedicht hat er zwar total versaut, jedoch einigermaßen erfinderisch.
Und darüber hatte er den pflichtgemäßen reichsdeutschen Trübsinn glatt vergessen. Jetzt ist es ganz hübsch, lobte er das Werk, ohne zu ahnen, dass es sich um die Bearbeitung der Verse eines kommunistischen Surrealisten handelte, der vielleicht sogar ein Judenfreund war. Im Original reimt es sich hoffentlich. Poesie ohne Reime ist keine Poesie. Jawohl, riefen wir beide aus und ich hoffte beinahe, dass der Herr Reichskommissär sich die Mühe geben und seinen Blaskapellen und Mädels unter den blühenden Bäumen auch noch Reime raufdrücken würde. Das wäre sicherlich ganz nett geworden. Doch das tat er nicht. Stattdessen nahm er einen Stempel in die Hand, hauchte ihn an und platzierte direkt unter Jarkas Namen auf der Titelseite ein wunderschönes Hakenkreuz. Genehmigt, sagte er und schrieb es unter das Hakenkreuz. Wir schlugen die Hacken zusammen, donnerten ein Auf Wiedersehen. Der Herr Reichskommissär hob seinen Arm wie der Reichskanzler im Ellenbogen und im Handgelenk nickte und einigermaßen beiläufig sagte er, Heidler!